In Linz suchen Nico und sein bester Freund Livio nach Klamotten für den heutigen Abend. Als Söhne wohlhabender Eltern mangelt es ihnen kaum an etwas. Genau genommen hat Nico sogar etwas zu viel im Hinblick auf seinen Abendplan. Ich brauch nichts, aber... Ich glaub, sie haben die Unterwäsche da. Für was brauchst du Unterwäsche? Ja, heute bescheißt mich Lena fix. Wieso schon wieder? Ja, was hast du schon wieder? Ja, was? Wieso bescheißt du jetzt schon wieder? Wie kennst du Milena? Sie mit ihren 10.000 Mann auch, wer kann man bitte garantieren, dass sie nicht bescheißt? Das ist ihr der eine gute Freund von der Schule, das weißt du genau. Einen richtigen Grund, wieso ist bescheißt, habe ich jetzt nicht. Ich meine, wenn es passiert, dann passiert. Und es stehen ja immer einige zur Verfügung da. Also, wenn man nur ein wenig was trinkt, da geht man halt einmal schnell fremd. Ich bin nicht recht viel besser wie er. Ich mag ja, ich meine, ich habe dasselbe wie er gemacht. Ich habe auch meine Freundin nicht nur einmal beschissen und ja. Ich meine, es ist einfach eine Versuchung, mein Fortgehen. Wenn sie was anbietet, wieso nicht? Überhaupt, wenn die Freundin nicht dabei ist und sie ist nicht erfahren, ist mir eigentlich wurscht. Glücklicherweise hat Livio im Gegensatz zu Nico keine Freundin. Wie was Kürzeres, Alter. Outfitting muss bei mir zum Beispiel persönlich passen, sonst gehe ich nicht aus dem Haus. Also Haar, Styling und das Ganze ist, das Gesamtpaket muss einfach da sein. Also, Milena wahrscheinlich. Was schreibst du denn? Sie fragt, wo wir sind. Kommt's leicht, oder was? Ja, ich weiß, schreiben wir mal zurück. Geh, okay, aber was tun Sie jetzt da, oder? Ja, wisst nicht, dass kommt. Bei mir ist sehr wurscht, kann nicht kommen. Nein, wenn's nicht wisst, heute Abend geht's nicht, wir haben gesagt, wir gehen alle fort. Dass Nikos Freundin nicht ihrem Freund, sondern Livio SMS't, wundert keinen der beiden. Passt, dann schreibe ich das. Schreibe ich, dass mir das kommen soll. Ich glaube, die haben vorher Streik gehabt und drum. Hat sie ihm nicht geschrieben. Mindestens zweimal im Monat will ich einfach meinen Abend haben, wo ich mit meinen Burschen fortgehe und dass ich das einfach ausleben kann. Hallo Schatzi, bist du in der Plus? In der Plus City erwarten Nico und Livio Nikos Freundin Milena, der sie auf die Freundliche verklickern wollen, dass sie am heutigen Abend sicher nicht in dasselbe Lokal wie die Burschen gehen darf. Wie ein Mädchen für sie zu sein hat, wissen sie. 90, 60, 90, oder? Sie verlangen ja von uns 20 cm. Ja, dumm soll es nicht sein, aber ich meine, wenn ich wirklich mit ihr Hand in Hand durch die Stadt spaziere, weiß eh keiner, was sie für einen Charakter hat. Alter, wo bleibt die, Alter? Die Hund nervt. Ja, weiß ich, das ist so typisch, sie weiß immer zu spät. Da ist. Milena, die glaubt, ihr Freund würde sich freuen, sie zu sehen, will am Abend mit ihren Freundinnen ausgehen. Wäre das nur der einzige Irrtum, dem sie unterliegt? Ich glaube, am Liebe betrunken. Nein, das darf ich niemals da. Das ist wirklich das Unterste. Nein, so bin ich nicht. Darf ich eher vorher Schluss machen, wenn es halt nicht mehr passt und so. Und ihr habt das dann schon erklärt. Was tut ihr heute Abend, Mädels? Ja, ich weiß es nicht. Also zuerst einmal was trinken gehen, also eher spontan. Und dann schauen wir vielleicht der Einzel. Was? Schaut, sie haben gesagt, heute gehen wir getrennt fort. Ja, habt ihr echt was vor, oder? Ja, wir haben gesagt, weil ich letzte Woche was miteinander gemacht habe, zumindest Mädel, machen wir zwei heute was. Und es ist ja wurscht, wenn ich mit meinen Mädels eins Empern abkomme, oder stört dich das? Boah. Das heißt, verstehen Sie, haben Sie es ausgemacht? Nein, ich will das nicht verstehen. Was, jetzt fangen wir wieder ja, zum Streiten ja, an. Super, ja, super, interessiert mich auch schon wirklich. Wenn er schon so deppert kommt und dann sagt zu mir, ja, nein, braucht es gar nicht kommen oder keine Ahnung, dann gehen wir woanders fort. Ich meine, dann kann ich mir denken, was los ist. Schau, ich akzeptiere es ja auch, wenn du mit deinen Mädels fragst. Ich sage, okay, passt, ich lasse euch allein, ich hab's euch ein Gaudi und aus. Ich weiß auch nicht, was da passiert. Wenn ich dich frage, du sagst immer, das ist unsere Sache. Und was schreibt er schon wieder? Ja, Freundin. Eine Freundin? Eine Freundin, ja. Welche? Schreibe ich nochmal zurück. Ha? Welche? Die kennst du. Wieso schreibst du nicht zurück? Ha? Wieso schreibst du nicht zurück? Ich will es mir jetzt nicht schreibe ich nochmal. Zeig einmal. Was, zeig einmal? Hallo, wir haben gesagt, wir schauen nicht in Fremde gehen. Das haben wir sich schon 10 Mal ausgemacht. Mann, Vertrauen zu dir schon, das tue ich ja. Aber jetzt wird es schon ein wenig auffällig. Jetzt kriegst du wirklich laufendes SMS. Dann habe ich einmal das Handy genommen, wie wir im Bett waren. Hat gesagt, habe ich gelesen, irgendwo ein Patrick hat er geschrieben. Und hey Süße, wie geht's, was tust du heute und weiß ich nicht, solche Sachen. Das regt mich einfach auf. Selbst die Treue nicht erfunden, will Nico genau wissen, was Milena wann, warum und mit wem tut. Ich bin nicht voll eifersüchtig, aber einfach, ich lasse nicht, dass man wer auf den Schädel scheißt, ganz einfach. Ich meine, wenn er so deppert kommt, wenn ich mit einem allein bin, ist er ganz anders und so regt er sich auf. Ja, ey, aber man, ja, nein. Vertraust du mir? Ja, ich vertraue dir. Okay. Ja, passt.
Seine Freundin fürs Erste ruhig gestellt, freut sich Nico auf einen Männerabend, vorzugsweise allerdings mit Frauen. Ja? Hey, hallo. Hey, hast du eine neue Nummer, oder was? Nein, der Lisa. Ja. Der Liebe ist nämlich gerade bei mir. Wir richten uns gerade her. Ja, Empire, was ist denn das Rockste? Was der? Wo wir immer hingehen. Lisa kenne ich, sie ist mit mir in die Schule gegangen. Ich meine, wir hören sie fürs Fortgehen und so ab und so gehen wir mal auf einen Kaffee oder irgendwas. Ja, Mann. Lisa kommt. Geh? Okay. Ja. Das Nein. ist ja geil, Alter. Was ist denn? Hä, ich sag ja nicht, da, dass sie sich möchte. Wieso? Ja, er ist mit ihr nicht da. Der Burschen am Play. Lisa kommt, wird sicher interessant. Für Nico. Nicht für mich. Okay, Milena ist ja halt nicht da. Und wenn Milena nicht da ist. Ja, du sagst ja auch nichts, was gehört, dass Lisa mitgeht oder so. Habe ich immer schon mal was gesagt. Ja. Ich hätte Milena schon öfter was sagen können, was wir aufführen, aber ich hab's nicht da. Also. Ja, geht Milena, die ist ja nicht dort. Ich mein, bei. Falls sie es irgendwie hört von irgendjemandem oder irgendwas, kann ich immer nur sagen, ist eine gute Freundin, wie sie es auch macht. Ich mach mir schon mal die Haare. Wir sind Bewerber. Außer am Telefon ist mit Milena an diesem Tag nicht mehr zu rechnen und am Handy lässt es sich für Nico ganz easy lügen, dass sich die Balken biegen. Das fährt mich auch hin. Hallo. Hey Schatz, was tust du? Nein, wir sind noch nicht weg. Schau mal auf die Tour. Hey. Ich glaube, die gehen um Leibo hier. Ja. Nein, nicht der Junte lieber. Es kommt keiner mehr. Also bitte kommen. Nein, wirklich, es kommt keiner mehr. Nicht mein Bruder führt uns nachher noch hier. Hallo. Komm rein da. So, jetzt bin ich eigentlich da. Wie bestellt hoppelt Lisa bei Nico zu Hause herein. Dass der Gute eine Freundin hat, weiß Lisa nicht. Sonst wäre sie vermutlich auch nicht gekommen. Gut, schaust du das? Dankeschön, ich schätze auch nicht schlecht aus. Also Nico, das ist ein voll guter Freund von mir, den kenne ich schon voll lang und er ist voll der Liebe. Man muss zugeben, mir gefällt mir auch recht ein wenig, aber ich glaube, das weiß er noch nicht. Gefallen tut es mir recht gut, also auch schon super, Körper hat es, wow, schon, so wie man es vorstellt. Blond ist nicht, aber naja, keiner ist perfekt, oder? Prost! Auf uns, oder? Ja. Würde ich mal sagen. Schönen Abend. Auf mich. Auf die, immer auf die. Mann, grüßt dich schon, gescheite, gut aus. Und einfach hier warten, einfach wie es tut, wie es ist, das Ganze, wie es sich einfach gibt. Sie ist da gar nicht schüchtern oder so, wenn es um Männer geht. So viel locker und das taugt mir schon bei jedes. Also meine Busen sind, die finde ich, perfekt. Sie sind nicht zu klein, nicht zu groß. Im Bikini schauen sie voll schön aus. Halt ein bisschen prall schauen sie schon aus. Aber ich bin voll zufrieden mit denen, wirklich. Gott sei Dank hat meine Mama so schöne Busen, die habe ich von ihr gekriegt. Wenigstens irgendwas. In dem Kleid sieht man es nicht. Da habe ich schon einen komischen Hintern, finde ich. Aber ich weiß nicht, eigentlich passt er mir schon. Ich finde, er passt zu meiner Figur ganz super. Oder? Lisa. Hallo. Der Schwimmer. Nikos Bruder kommt gerade rechtzeitig, um Lisas Vorzüge zu bewundern. Er wird seinen untreuen Bruder samt Livio und Lisa später ins Empire fahren. Ah, ja, Milena hat mir vorher noch geschrieben, ich muss ihr noch zurückschreiben. Das hat sie schon wieder geschrieben, die heute. Ja, irgendwo eine. Was der, die auch nicht auf dem Bord geht, ist letztens. Die Blonde? Ja, wo wir sie im Empire oder gesehen haben. Ach so. Kommt die leicht da, oder was? Nein. No. Eigentlich ist ja der Nico mit der Milena zusammen und so. Das weiß ja die Lisa nicht. Und das sollt ihr auch nicht wissen, weil dann wird Lisa nicht einmal kommen oder so, wenn sie wissen, dass der Nico Freundin hat und dass sicher nichts laufen dauert. Darum haben wir ein bisschen was zusammengelogen. Hey, soll ich anheben, Milena? Ich sag, du bist am Klo oder so. Nein, dann warte mal. Ja? Na, hallo. Nein, ich und der Livio, mein Bruder sind da. Schönen Gruß. Schönen Gruß von beiden. Nein, wir glühen jetzt ein wenig vor. Und dann. Ja, warte mal, ich kann jetzt nicht reden. Warte kurz. So, Nico, bleib da, was ist mit dir? Super, der Hund. Nein, wir fahren dann nachher ins Empire. Nein, ich glaube nicht, dass es rauskommt, weil das ist nur nicht das erste Mal, dass der Nico die Milena bescheißt. Also habe ich da nicht wirklich Angst, dass da heute irgendwas passiert. Ja, immer mit ihr immer wieder das selber kontrollieren, wer ist da und mit wem bist und was bringst und was da und wo geht's hier und was hast du da, Mann.
Jetzt ruft schon wieder an. Ja, geh, okay, was will ich? Was ist denn, Alter? Reiß auf. Ich will es nicht, Alter. Was? Ich die aus und an. Wieso hat sie jetzt schon wieder angerufen? Sie muss sehr merken, oder? Alter, gib her, ich sag, du bist scheißen. Hä? Er ist am Klo. Also wirklich, ich finde das so schlimm, wenn Mädels die Burschen nachrennen. Ich finde, das gehört sich gar nicht wirklich. Ein Mädel, ich finde, Frauen sind einfach das schönere Geschlecht, sage ich jetzt einmal so. Und ich finde, das gehört sich wirklich gar nicht, wenn ein Mädel da einen Burschen nachrennt. Geh halt die Goschen, Alter. Wieso regen Sie die bitte so auf? Ich weiß nicht, ich glaube, Alter, weißt du, was ich glaube, die steht auf ihm und weiß nicht, ich glaube. Ja, und aber er hat ja keine Anspielungen gemacht, dass er es mag oder so, oder? Ja, eh nicht. Wir haben einmal was gehabt. Ja, sie haben einmal was miteinander gehabt. Wir haben einmal was gehabt, damit glaubt, weiß ich nicht, ihr seid zusammen oder keine Ahnung, oder was. Hast du sicher Hoffnungen gemacht? Ja, wirklich? Nein, geh. Er ist nicht so. Er hat sich nicht bei ihr gemeldet, sie meldet sich immer bei ihm. Und er schreibt immer, weiß ich nicht, wann, dann zwei, drei Tage später. Ja, sicher ist gemein oder auch arschlagmäßig. Aber ich denke mir mal, ihr schreibt genauso viel. Und sie, wenn es mit ihren Mails ist und wenn ich dann am nächsten Tag frage, was hast du damit, wenn du warst und so, sagst du auch nicht, nein, es hat nicht passt, es war witzig und so. Ich meine, ich erfahre auch nicht, was da passiert. Also, da kann man garantieren, dass das umgekehrt auch nicht genauso ist. Ja, komm, Lisa. Ja. Komm, hau rein, auf Ex oder nie wieder Sex? Nein. Geh mal. Riskier's nicht, Lisa. Nie wieder Sex, ey. Weißt du? Wieder eine Zahne, riskier nicht so eine Scheiße. Weißt du, was gut ist? Weißt du, schön. Kurz vor Aufbruch ins Empire möchte Lisa noch einmal ihr Make-up nachbessern. Zeit für die Burschen, sich wie Waschweiber über sie auszulassen. Alter, jetzt mach her. Wenn ich nichts für dich wollen darf, die Daten nicht mal herkommen und die anrufen. Joi, joi. Ja, Alter, da zeigt ihre Bombe und wie's, da sitzt du, Alter, schon. Da, Alter, siehst du deine. Alter, jetzt. In Linz erreichen Nico, Livio und Lisa das Empire. Jetzt will ich gerne mal rein, trinken wir kurz ein wenig was, dann gehen wir voll abschicken. Und naja, da hat sie vielleicht ein wenig mit dem Nico, wenn er will. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass da noch was wird. Herzlich, wie sich Nico freut, dass da noch was geht heute. Seine Freundin Milena fände das bestimmt auch herzallerliebst, aber die ist glücklicherweise nicht hier. Ich will Lisa, ich sag das, ich will. Scheiße, aber jetzt ist es auch schon wurscht wegen der Milena. Wer wird das mit der Treue auch so ernst nehmen? Nico und Livio definitiv nicht. Wie das Beuteobjekt Lisa die Sache sieht, wird auch nicht gefragt. Ihr hat man die Existenz einer Freundin wohlweislich verschwiegen. Damit Lisa auch gar nicht mehr fähig wird zu fragen, bekommt sie die doppelte Wodka-Menge, was im Grunde nicht nötig wäre, da sie ohnehin für ein Panscherl offen ist. Ja, Heini. Die haben jetzt beide schon ein wenig was getrunken und wenn nichts geht, dann darf Lisa nicht einmal kommen, also wird da halt sicher was gehen. Wenn da nicht die lästige Freundin wäre, die immer wieder Sehnsucht nach ihrem Nico verspürt. Milena, what? Yours? Ich bin im Empire. Wo bist denn du? Nein, ich muss nicht aus einer Lage. Bruder, ist wieder gefahren. Nein, es passt nicht. Ich bin jetzt, wenn man nicht was sehen muss, ich tue. Ich unterliebe es an der Lage. Ja, passt, ciao, ciao. Macht Milena schon wieder. Ja. Wo soll ich denn sein? Ja, wieso ist es leise? Ich bin gerade draußen bei der Garderobe. Immer wenn ich drauf anrede, wegen der Milena reagiert er nicht wirklich, sagt einfach, ja, das ist irgendeine und so weiter. Diese irgendeine soll nicht länger Thema sein, denn Nico will in der Nacht ohnehin nur Lisa. Gerhard, mich, Lisa, nicht mehr fix mit haben. Die lässt sich eh, oder schaut aus einer Winter. Sicher. Im Linzer Empire träumt Nico schon von seiner heißen Nacht mit Lisa. Dass er eigentlich seit Monaten eine Freundin hat, juckt ihn dabei wenig. Passt schon, oder? Ja. Schaut geil aus, gehen wir. Gehen wir zu. Gehen wir jetzt zu Milena, oder? Zu
schon Lisa. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich werde die Sache mit der Milena beenden, aber mit der Lisa konnte ich mir schon mehr vorstellen. Als wie nur eine Geschichte. Eine Geschichte? Ja, aber eine Beziehung konnte ich mir nicht vorstellen. Für das ist einfach. Ich weiß nicht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Für das kenne ich vielleicht zu gut, weil er einfach seine ganze Art ist so unpünktlich und lauter solche Sachen. Das passt einfach nicht zu mir. Ganz vertieft in sein Gspusi überhört Nico sein sturmläutendes Handy. Da ihr Freund scheinbar keine Zeit zum Abheben hat, ruft Milena eben bei Livio an. Ja? Hallo? Ja, im Empire. Ja, mit Nico. Schon Milena, bist du? Ja, hab ich dir eh gesagt. Ja, eh nur ich und er. Ja? Ja? Weil der Milena schon vor die Tür her. Wo ist? Ja, im Empire. Ja, da oben stehen wir bei der Treppe. Was ist der VIP da? Ja, tschüss. Ist Milena da? Ja, Alter. Wo, Alter? Ich weiß, sie ist da, ich weiß, keine Ahnung. Ja, was ist mit dir los, Alter? Wieso kommt denn die Alte? Sie hat gesagt, sie kommt jetzt. Ja, ja. Auf wieder! Ja, ich weiß nicht, sie kommt eh nicht auf. Was tue ich mit der Lisa? Sie kommt eh nicht auf. Ich war, ja, sag sie, es kommt mit mir, Alter. Ja. Sie kommt jetzt. Ja, ja. Auf wieder! Ja, ich weiß nicht, sie kommt eh nicht auf. Was tue ich mit der Lisa? Sie kommt eh nicht auf. Ich war, ja, sag sie, es kommt mit mir, Alter. Mir war das viel zu blöd, ehrlich gesagt. Ich meine, wenn ich einmal mit einem Burschen was habe, würde ich am erstens einmal nie so nachrennen und zweitens würde ich ihm nicht so eine Szene machen vor den ganzen Leuten und vor den ganzen Freunden. Ich meine, das ist ja für einen auch blöd. Ich meine, wenn er würde das zu zweit alleine klären, aber die hat damals angeschrien, das habe ich echt blöd gefunden, ganz ehrlich. Auch Milena findet hier einiges blöd, was ihr Herzblatt noch zu spüren bekommen soll. Empire redet sich Nico um Kopf und Kragen. Sie ist eine vom Livio. Hey, warte mal, wie schaust denn du aus? Hallo! Haben dir nicht gesagt, nicht kurz? Wieso tauchst du da auf? Ich weiß, es ist was grenzt, ich weiß es einfach. Der Nico will mir weismachen, ja, dass er einmal was mit ihr gehabt hat. Ich kann mir das nicht vorstellen. Die trat da voll auf, trat voll den Film. Das finde ich schon ein wenig komisch. Ich meine, das ist wirklich nicht ganz normal. Ich hab gedacht, der Fremden da. Normalerweise müsste es die Fremden, und sie gehen die Fremden dann rein. Ja, ich freue mich eh, dass du da bist, aber schau mal kurz. Sie hat so viel Spaß da, ja, sieht man eh, oder was? Alter, was ist? Sie ist mit mir. Sie ist mit Livio. Livio, bitte Livio, bitte Livio. Alter, ich lieb nicht da, sie ist mit mir, ich hab sie auf der Tanzfläche. Jetzt ein Satz für mich gestorben. Alter, was ist mit jetzt dir? Jetzt ein Satz für mich gestorben. Alter, nein, ja. Hör auf jetzt, Alter, was ist mit dir? Hey, was ist mit dir? Alter, scheiße, also ich geh mit der Lisa, nimm's mit Arm und Bruder zu, Alter, jetzt ohne Scheiß. Vielleicht kommt Milena wieder zurück, was ich ja nicht glaube. Vielleicht wird's was mit der Lisa oder vielleicht wird's eine ganz andere. Ah, jetzt gehen wir zurück und machen wir's ja gar nicht.
So ganz schlüssig wird sich Nico nicht, ob er seiner Freundin hinterher oder seinem vielleicht Gspusi entgegeneilen soll. Für mich hat sich die Sache erledigt, wirklich. Das reicht mir. So Arschloch, wirklich. Dass ich dich aufkläre, Lisa. Schau, sie ist Milena, von der wir ganz lange geredet haben. Das ist schon mitgekriegt. Und wir haben, sag ich jetzt ehrlich, vor einiger Zeit einmal was gehabt und schreiben jetzt SMS. Und sie, glaube ich, ja, wieso hast du mir das nicht gesagt? Ja, weil zwischen einer zwar wirklich nichts ist. Da ist nichts Fixes. Und sie fühlt sich halt einfach jetzt, ich weiß nicht, dass das da was ist. Und jetzt hat sie voll den Aufstand gemacht, voll sinnlos. Ja, aber das weiß ich ja eh nicht. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vielleicht anders reagiert, hätte ich mit ihr geredet oder so. Wenn ich wirklich nicht einmal was miteinander gehabt habe, dann fühle ich mich doch nicht so auf. Wenn ich da Szene gemacht habe, wo ich umeinander geschrien im Club, ich meine, das ist schon peinlich. Noch einmal versucht sich Lisa in Stimmung zu tanzen, aber so richtig will ihre gute Laune nicht zurückkehren. Und auf Nico hat sie ohnehin keine Lust mehr. Ja, bei der Milena werde ich mich jetzt einmal nicht. Ich lasse einmal, dass sie sich ein wenig beruhigt. Vielleicht einmal sie morgen oder so, vielleicht gehen wir mal auf einen Kaffee, dass wir sie ein wenig ausquatschen. Und jetzt werden wir eh heimfahren, jetzt geht es ja um gar nichts mehr. Das ist ja alles schon vorbei. Obwohl Nico Lisa noch heimbringt, kann er sich sein Schäferstündchen an diesem Abend aufzeichnen. Irgendwie ist die Geschichte letzte Woche nicht ganz so glücklich gelaufen. Nur ein bisschen Sex mit Lisa wollte er haben. Milena sollte das nie erfahren und alles wäre gut. Da Milena ihn erwischt hat, ist für Nico nicht alles ganz so gut. Ein Plan muss her, schnell. Gleich nachdem alle sein teures Auto und seine Glitzer-Flitzer-Jacke bewundert haben. Dringlichkeit vor Wichtigkeit. Du passt doch dreimal ein, er in die Jacke. Alter, der Hund ist dick. Hast du einen in der Schule auch gehabt? Ja, sicher, Alter. Du bist ja der größte Toll, Alter. Ja, warte, bis er stirbt. Ja, und dann versteigerst du es. Und dann versteigerst du es. Damals in den Kofferraum. Ja. Aha, Ausdruck. Alter, da hinten schaut's aus. Ja, bist du Depp. Zum Brainstorming gehen die Herren zum Männersport. Schließlich spielt man Billard mit einem Queue, frei aus dem Französischen übersetzt mit einem Schwanz. Selbiger hindert angeblich auch am Denken. Nun ist guter Rat teuer und scheinbar auch nicht leicht zu kriegen. Was checkst du bitte? Warte mal. Wie man Mails kriegt, was du nicht checkst. Was? Wie man Mails kriegt, was du nicht checkst. Was war denn am Sonntag? Alter, sei leise, wirklich. Ich vermisse Milena schon einfach. Es sind so Kleinigkeiten, die wir immer gemeinsam erlebt haben oder da haben. Solche Sachen vermisse ich. Aber vom Liebe kann ich natürlich nicht so sein. Und jetzt muss ich ein wenig in Ordnung spielen, weil wie schaut das aus, wenn ich jetzt da bei einem Maus war und ich vermisse und hin und her. Wer sich denkt, was ist mit dir, rennst du Mail hinterher? Mann, das sollte man nicht tun. Wo sind denn die Schläger? Das heißt Kö. Ja, die Kö. Nico hatte sich am vergangenen Sonntag die Finger an einer anderen, nämlich Lisa, verbrannt. Seine Freundin Milena ist darauf erstmal weg. Hey, hast du mit der Milena noch gehört? Also telefoniert, gesehen? Ja, was heißt Telefonkontakt gehabt halt? Was? Ich hätte ein paar Mal angerufen, aber sie hat sich nicht gemeldet. SMS haben wir dann geschrieben. Die Milena soll sich warm halten, weil sie sind schon zusammen. Er hat eigentlich alles, was er von ihr will. Er pudert. Sie schaut gut aus, sie verstehen sich gut. Er soll mit ihr zusammenbleiben und einfach, weiß ich nicht, wenn er zum Beispiel so eine Chance hätte wie mit der Lisa, dass er nur eine Sexbeziehung hat, von dem Milena nichts weiß, dann soll er das meiner Meinung nach machen. Weißt du, wer sich wieder bei mir gemeldet hat? Hey? Ja. Was glaubst du? Der Teufel? Alter, was ist mit dir? Die Lisa hat sich gemeldet. Ja, ey, mein ich, der Teufel. Ja. Und? Ja, voll passt, wie es mir geht und so, was ich tue. Das Übliche, das heißt, was ich mit der Milena war und dasselbe Scheiß. Das heißt, die gehen eigentlich nur zum Knacken, oder? Ja, das war schon geil, he? Ja, ich denke mal, zweigleisig rennen ist nicht so schlimm, weil Milena liebt ja wirklich. Lisa ist nicht so just for fun, wenn es mir halt gerade passt. Wenn gerade Milena nicht da ist oder sie gerade einen Frauenabend macht, dann lade ich mir mal die Lisa vielleicht ein. Nico und Livio sind immer noch beim Spiel ihres Lebens. Inzwischen hat Livio auch einen ganz guten Plan für Nico, wie er gleich beide Girls glücklich machen kann. Mit der Milena hast du die normale Beziehung und sie weiß halt nichts. Wenn es mir da draufkommt, dann, dann ist es aber auch schon wurscht. Weil dann hast du nicht mehr die Fick-Beziehung. Weil Lisa. Ja. Weißt du, wie ich mein? Ja, da warst du geiler mit der Lisa. Ja, und der Lisa sagt mir eigentlich alles, Gesamtpaket.
ist ein Wahnsinn, weil man der Körper allein schon. Busenwunder, wie wir immer zu ihr sagen. Und dann ein Anruf. Milena. Was? Milena. Sei ja lieb zu ihr. Hey. Hallo. Ja, eh gut, danke und dir. Ja, weißt du, wir dann jetzt noch ein wenig Billard spielen und dann hätte ich jetzt Zeit. Ja, 7. Ja, ja. Ich werde nicht den ersten Schritt machen. Sie soll ja mal mit dem anfangen, was an dem Mann passiert ist. Und ja, werde ich dann einmal erzählen, wie es war. Weil da gehen wir dir was trinken, sei ja, für ja, nein, ja, da sage ich, ja, weiß ich nicht. Komm zu mir, machen wir die DVD an und dann. Genau, also ich gleich aufs Sex umsteigen oder ja, was? Sicher, Alter, das komm, ist die beste Lösung. Die Sex durch, ist Alter. Die beste Lösung. Wenn mit Milena jetzt abblitzt, dann man war ja schon enttäuscht, gebe ich zu. Aber ich meine, das wird es ja nicht. Ich meine, bei so einem Fashion wie mir kann es ja gar nicht nein sagen, oder? Nein, bei so einem zugegeben leicht unterernährten Prachtburschen wie Nico kann keine Nein sagen. Wenn die Eitelkeit auch noch so zum Himmel schreit, Nico räumt zumindest ein, dass er eventuell ein wenig Mist gebaut haben könnte. Und du weißt, dass du die Milena halt wieder kriegst, loch in die letzte Kugel ein und dann hast du gewonnen. Dankeschön. Auf geht's in den Kampf um Milena. Die beiden wollen sich auf neutralem Boden treffen, um noch einmal friedlich alles zu besprechen. Und jetzt bin ich schon ein wenig nervös und jetzt merke ich schon, dass mir das Ganze viel wichtig ist. Ihn einfach zappeln lassen, bis das aufgeblasenste Ego langsam dahinschrumpelt, der eitelste Gockel zu einem unsicheren Stubenküken verkümmert. Dann ist es an der Zeit für den vernichtenden Schlag. Oh, es geht mir halt einfach am Arsch. Jetzt mal wieder warten. Jetzt sitze ich schon fast eine halbe Stunde da, parisiere mich, die Leute schauen mich breit an. Ja. In Linz übt sich Nico in der Tugend der Geduld. Mit dezenter Verspätung schwebt Engels gleich die betrogene Milena herbei, der Nico nun wenig tugendreich das Blaue vom Himmel herunterlügen möchte. Hauptsache, sie kommt zurück. Als ich aufgegangen bin, habe ich es mitgekriegt, dass er bei ihr gestanden ist. Und dann ist er schnell zum Livio gegangen. Und er sagt, er hat nichts da. Und ich weiß, er hat was da, weil ich ihn auch mittlerweile schon kenne. Und er hat ganz bestimmt was da. Aber wenn er nur mit ihr, weiß ich nicht. Aber er hat sicher was mit ihr da. Bei einer so vorgefertigten Meinung wird's wohl schwer werden, für Nico sein bestes Stück wieder zurückzugewinnen. Dabei war er doch so stolz auf Milena. Du bist schon schön, wenn du mit ihr irgendwo hingehst, durch die Stadt Hand in Hand oder weiß ich nicht, durch ein Einkaufszentrum und jeder schaut dir einfach an und du kannst sagen, hey, schau, das ist meine Freundin. Und das ist ein weiterer Grund, wieso ich es unbedingt zurückkommen will. Ja, nix, sie werden einfach ganz normal gerissen, wie wenn nichts war. Ich will einfach ein wenig mit ihr am Reden und dann heimgehen. Dann warten eh schon meine Freundinnen und dann geht's eh schon wieder weiter. Weil lang will ich mich nicht aufhören. Gesagt, getan. Milena lässt Nico wirklich nicht mehr an sich ran. Hallo. Was gibt's? Das ist jetzt nicht. Ja, ich gut, ja. Ich geh jetzt allein gehen. Warum hast du mich so oft angerufen, dann im Auto? Heute? Ja. Du weißt nicht, wie viel lang warte ich. Ja. Unter Taxi, weil. Du kennst mich. Während Nico händeringend nach Worten sucht, tut Milena nichts, um ihren Ex aus seiner verzwickten und leicht peinlichen Lage zu befreien. Was tut sie bei dir? Gar nichts. Paris. Bei dir? Ja, gar nichts. Was tust du denn? Keine Pläne. Gar nichts. Du? Ja, ich gehe noch mehr anfangen. Gehst du fort? Mit wem? Ja, kennst du. Wo geht's hin? Müssen wir mit dem Matchpunkt an. Ja. Und sonst, passt alles? Ja, passt es. Bei dir? Mehr oder weniger. Ich würde jetzt einfach nur hören, was war und einfach nur Klartext drehen und dann hat sich die Geschichte für mich erledigt, wie ich es auch schon gesagt habe. Vorige Woche. Ist du böse auf mich oder so? Nein, mir ist das alles schon falsch. Was ist der Wurscht? Ja, das mit uns. Du sagst jetzt noch 4 Monate so. Ah, du
du hast Scheiße gebaut, Lady. Ich habe sie jetzt eine Woche nicht gehört. Wirklich, es hat mir weh da, dass wir sie nicht gehört haben. Ich habe die ja wirklich vermisst. Ja, die halt mit der Lisa. Na, was ist mit dir? Mit der Lisa habe ich keinen Kontakt, ich habe nicht mehr Telefonnummer, gar nichts. Schau mein Handy durch. Nein, will ich gar nicht. Ja, nein, gerne, nimm das. Der hat ganz bestimmt was da. Auch wenn er nur mit dir, weiß ich nicht. Aber er hat sicher was mit dir da. Ich hab gesehen, du hast das von hinten genommen. Und dann, wie ich gekommen bin, bist du schnell zum Livio gerannt. Ja, Milena, ich sag das ehrlich. Ich hab nichts und mit. Und außerdem, der Livio hat mir alles gesagt. Ja. Was hat der Livio? Der Freund hat mir alles gesagt. Alles, was da war. Alles. Nico hat seine Freundin betrogen. Nun fürchtet er um sein bestes Pferd im Stall und redet um sein Leben. Tendenziell aber um Kopf und Kragen. Der Freund hat mir alles gesagt, alles, was da war, alles. Sie will mich sicher ausdessen, hätte es sicher mal so gesagt, dass ich mich irgendwie auf das reagiere. Aber kann man nicht vorstellen, der Liebe ist nicht so was. Ich spüre einfach nicht mehr, es bringt sie nichts. Wenn ich das sage, da war wirklich nichts. Die Lisa, die ist für mich gar nichts. Ich habe sie einfach kennengelernt. Sie ist irgendein Mädel aus dem Empire. Und ja, irgendein Mädel kommt man von hinten an, oder was? Ich habe sie nicht einmal höchstens wegen, weiß ich nicht, mit ihr geredet und vielleicht tanzt oder so, aber mehr war doch nicht. Ja, okay, stimmt. Das muss ich zugeben, das Olivia stimmt auch nicht. Das habe ich nur so gesagt, halt, dass ich schaue, wie weit ich komme. Ich meine, irgendwie muss ich ja ein wenig anschauen, was da war. Was wir alles schon durchgemacht haben und so, wo wir überhaupt immer sich kennengelernt haben, einfach solche Sachen. Willst du das jetzt in so einer blöden Weibe? Es passt einfach nicht mehr. Es passt einfach nicht mehr. Und ich will einfach nicht mehr und akzeptiere es. Jetzt hast du alle Freiheit der Welt. Ich werde dich nie wieder stören, ich werde dir nie wieder SMS schreiben, ich werde dich nie wieder anrufen. Nein, es geht nicht um das. Ich will einfach nur, wenn wir sie sehen, dass wir Hallo, Hallo sagen und nicht, dass wir da zerstritten sind, ich weiß nicht was. Und die Geschichte hat sich an. Tut mir leid, aber. Weißt du, nein, ich tue gar nichts, Alter. Ich kenne das geschissene Web da gar nicht und dann. Ich akzeptiere es, nein. Ich will nicht mehr. Mir hat es schon ziemlich verletzt, dass sie einfach so kalt zu mir war und dass sie nicht mehr auf das eingewollt, dass wir es vielleicht nur mal probieren oder irgendwas. Sie hat mir das unterstellt, dass ich es auch gelungen habe, obwohl ich es nicht einmal eine Bestätigung oder irgendwas gesehen habe, hat sie selber gesagt. Das legt mir einfach auf, ohne dass sie es vielleicht noch mal probieren will oder irgendwas. Du bist für mich die Einzige und das hat sie. Hey, bitte, lass mich jetzt rein. Jetzt muss ich wirklich lachen, wenn du das sagst. Die Einzige, ja, sicher auf meinem Empire gesehen, die Einzige, ja. Alter, wir streiten immer. Jetzt schon wieder. Wir wollten sie ausreden, wir streiten. Ja, und wieso streiten wir? Weil es mir du nicht glaubst. Mann, aber was würde ich da jetzt ins Gesicht schauen? Nach 4 Monaten würde ich da ins Gesicht liegen, oder was? Würde ich da sagen, hey, die Lisa, die ist irgendeine. Wann würde ich das sagen? Was tust du jetzt? Lisa. Hättest du das wenigstens vorher löschen können, wirklich so dumm wie du bist. Ich habe jetzt laut SMS von der Lisa gesehen und schon wieder will sie mit mir ausreden und dann schaue ich einmal in sein Handy und schon wieder da 10 SMS und genau von der Lisa. Ich meine, seht ihr vor, schau, du merkst mir einfach, wie dumm er ist. Hätte er das vorher einfach nur gelöscht, bevor ich gekommen bin? Oder wollte er das, dass ich das sehe oder ich weiß nicht. Früher war ich immer so gescheit und habe es immer gelöscht, aber heute habe ich einfach nicht damit gerechnet, dass sie jetzt auf einmal mein Handy nimmt und wieder mit dem ganzen Kontrollzeug so drauf. Und ich mir dachte, wir werden ganz normal wieder reden und die Sache ruhig angehen, aber ganz im Gegenteil, sie wieder vor dem Film gerade und das gleich aufs Handy. Wie hättest du das leicht weiter vorgestellt? Wie denn? Jetzt nehmen wir mal ein paar Gründe. Ja, wir können von vorne anfangen. Wir können bei ja, was von vorne? Sag einmal, was das für die heißt von vorne. Ja, wir können nicht mal alles vergessen, was war. Wo ist die ganzen Geschichten, deine SMS, ich hab dich gefragt, wie du dir das vorstellst, dass wir nur mehr anfangen, nicht was war und. Ja, dass wir einfach so anfangen, dass wir wirklich bei mir sind. Ich mach mir nicht ins Gesicht. Ja, ich hätte mir einfach vorgestellt, dass er mir einfach Argumente aufzählt, wie er das nur mal mit mir versuchen will. Aber der Weib schwafelt irgendeinen Scheiß dahin und das interessiert mich einfach nicht. Da habe ich einfach wirklich nur gemerkt, dass er einfach nur ein Kind ist. Ich meine, wenn er mal noch gar nichts Gescheites aufzählen kann, nur irgendwelche SMS und das war und das war und das war, na danke. Das verzichte ich wirklich. Da steht er nun, der arme Tor, und ist so Single als wie zuvor. Ciao. Natürlich verletzt mich das Ganze, ciao, und bin enttäuscht, aber werde einmal
Weil wir mich bei der Lisa wieder mögen, ist wirklich etwas sie gemacht. Vielleicht hat sie mal Lust, dass wir mal was trinken gehen. Ich werde mein Glück jetzt bei der Lisa versuchen. Da bin ich nichts anderes übrig. Ein wahrhaft gebrochenes Herz braucht lang zum Heilen. Danke, genug. 30 Sekunden Trauerarbeit später zückt Nico sein schickes Handy. Mit der Ehrlichkeit gut gefahren, bringt er diese gewinnbringende Taktik sofort wieder zum Einsatz. Wie geht's dir denn? Was tust du? Ja, ja. Nein, ich bin gar nicht Linz in der Stadt. Nein, ich war mit meiner Tante auf einem Café. Ja, wenn's magst, können wir noch was trinken gehen, auf einen Cocktail oder so. Was soll ich denn trauern? Trauern bringt sich eh nichts. Wenn man sie will nicht, was soll ich machen? Hinterher rennen werde ich nicht. Jetzt versuche ich, dass ich das Beste draus mache und will mir gleich das Nächste. Ein Münchhausen kommt selten allein. Nico hat Sehnsucht nach seinem Freund und Berater Livio. Mit der Milena was trinken, weißt du, dass man sich da ein wenig ausquatscht und so. Und die hat auch viel immer dumm da rein. Kennst du das? Ich interessiere mich ja nicht. Ich glaube, wenn ich wohne, renne ich irgendwem hinterher, aber sicher nicht. Geh. Okay. Ja, du, weißt was? Ich habe gerade mit der Lisa gehört. Ja, genau, mit dem Busenwunder. Ja, wir schauen jetzt nur in Dings, in Sunset, auf einen Cocktail. He? Magst du vorbeischauen? Wie geht's dir? Danke, Edward. Boah, wie geht's dir denn? Ja, gut. Ich war gerade im Kino mit meinen Mädels. Okay, was habt ihr denn angeschaut? Shutter Island. Was ist der mit Leonardo DiCaprio? Ach so, ja. War ganz gut. Ja, mit der Lisa konnte ich mir ehrlich gesagt nichts Fixes vorstellen. Also eine Beziehung momentan noch nicht, weil das mit der Milena einfach nur so frisch ist und so. Ja, sicher. So, was hast du jetzt gemacht? Ich war in Linz bei meiner Tante. War mit ihr dann in der Stunde auf dem Café. Achso, okay. Was hältst du davon, wenn wir den Abend vielleicht einmal wieder holen? Ist ja nicht so super ausgegangen. Okay, oder war der gestern die Chance? Ja, was war da eigentlich los? Erzähl mal. Ja, die Milena da, oder wie es heißt, die kennst. Was heißt, die kennst? Ich kenn schon nicht einmal von Fahrt, glaub ich, einmal kennengelernt und ein wenig mit ihr umgetun da. Ich hab einmal was mit ihr gehabt und das war's. Und das, was am Samstag aufgeführt hat, ich meine, das ist die erste Fläche, dass du einfach auftaucht in der Disco. Also für mich war das, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber für mich war das echt unangenehm. Ich meine, das herkommt mal für einen Anschlag. Es tut mir wirklich voll leid, was da passiert ist. Es tut mir wirklich leid, aber sie ist da gekommen, hat vor dem Film gedacht, ich hab mir gedacht, was gegessen mit ihr, was. Ist sie jetzt mit der zusammen gewesen oder nicht? Oder haben sie wirklich nicht nur was miteinander gehabt? Aber mir ist das ehrlich gesagt wurscht. Schon langsam. Man kann sich dumm und deppert reden, mich interessiert das eh nicht. Ja, und wie stellst du das jetzt vor? Ich meine, die Milena ist die für die wichtig, nein, oder? Mit der Milena, mit der habe ich abgeschlossen. Mit der habe ich gestern ein SMS geschrieben. Nicht bes, bist ganz Liebe und so, aber bitte in Kontakt. Das will ich nicht mehr. Bis heute hat sie sich noch immer nicht gemeldet, also schauen wir mal. Fühlst du bei mir wohl? Da war ich schon, ja. Und ja, ich bin eigentlich schon ein Beziehungstyp. Wie ist das bei dir so? Ich stelle mir es nur auf sechs Dates. Nein, Scherz. Nein, was ist bei mir? Bei mir, meine letzte Beziehung ist auch schon länger aus. Ja, würdest du jetzt wieder auf was Neues einlassen oder eher weniger? Ja, ich bin Single, also von dem her. An dem soll es nicht scheitern, oder? Ja, ich will einfach nicht einmal Spaß haben und den Abend jetzt nur genießen. Und bei ihm ist da, glaube ich, ein wenig anders. Ich glaube, er erwartet sich mehr an der Beziehung und für das, nein, das interessiert mich einfach jetzt nicht. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich sie mehr erwarte der Beziehung, aber muss ehrlich sagen, das ist mir wurscht, weil momentan will ich nur Sex. Und das, was sich dann später ergibt, das hängen wir noch nicht. Also bei mir war es jetzt schon öfters der Fall, dass die Männer, nachdem sie mit mir Sex gehabt haben, sage ich mal so, dass wir dann noch sind und gemeint haben, nein, jetzt müssen wir Beziehungen anfangen und so weiter. Aber ich weiß nicht, das interessiert mich nicht. Und ich muss einmal so einen Mann finden, der mir nicht über nachrennt. Also wenn man der Livio kommt, ich glaube, er hat irgendwas von 12 und fortgehen, aber was damit zahlt auch nicht. Aber ihr könnt ja zu mir haben, ich bin ja allein.
Wirklich? Weil das wäre super. Können wir uns die DVD oder so anschauen? Ja, hast du einen guten Film daheim? Ob wir sie daheim eine Flasche Prosecco aufhauen? Nein, ja. Dann fahr ich die aber nicht mehr heim. Dann bist du getrunken, dann musst du da schlafen. Das sage ich dir. Ja, das überlege ich mir zweimal. Ja. Nein, Spaß. Wie schaust du denn so? Ja, darf ich dich nicht anschauen. Wieso nicht? Schau weg. Du gefällst mir aber. Ja, du gefällst mir auch. Geh nur sein lassen. So schöne Frau, ja, dann schau ich dir. Das ist zu lieb. Ja, es kommt nicht gut um mich, wenn man das so mal direkt sagt, du, ich will nicht ein Sex-Date mit dir, weil das tut mir nicht. Ich muss schon ein wenig schmeicheln bei ihr und das Ganze ein wenig abbiegen, dass sie es nicht so direkt mitkriegt. Also ein paar Komplimente sagen, weil ich nicht, du bist die Frau, die ich schon gesucht habe und hin und her. Und dann geht das schon. Schützenhilfe bekommt Nico von seinem Freund Livio. Hey, hallo. Wie schaut's aus? Danke, du. Da bin ich schön, wo warst du denn? In der Stadt, ich war gerade mit einer Alten. In der Stadt, einer warst du hier daheim, da gibt's zu. Mit einem Mädel, gell? Nicht mit einer Alten, mit einem Mädchen. Mit einem Mädchen, ja. Nein, ich bin extra hergekommen wegen Nico, dass das halt nicht so ausschaut, wie dass er wirklich nur das eine von der Lisa will. Ja, und unter Freund tut mir das einfach, darum bin ich hergekommen. Alle Mädchen wollen immer was von der großen Liebe hören, glauben viele Männer, Nico aus Linz im Besonderen. Um seine ernsten Absichten zu untermauern, bedarf es aber zwei Männer. Ja, ganz ehrlich, vorher hat es mir besser gedacht, wie der Nico alleine mit mir war, beziehungsweise wir nur zu zweit. Und dann auf einmal ist der Livio gekommen und hat geglaubt, er muss da sein Macho wieder raushängen lassen. Was rennt da? Was soll rennen? Ja, Lisa. Ich will eine Erklärung haben. Was willst du hier? Ja, seid ihr zusammen oder was? Ja, weiß nicht. Ich meine, es steht so da wie zwei Verliebte und da Zander rein und. Ja. Wolltest du mir sagen, ihr seid zusammen oder was? Ja, zusammen. Verliebt. Verliebt? Verliebt. Wieso? Was hast du denn da mit ihm? Gar nichts. Gar nichts? Nein, was nicht. Ich hab verzaubert. Was soll mit was denn? Augen. Deine zwei schönen Augen da. Weiter unten, oder wie? Mann, du bist du arg. Sie hat nie verzaubert mit ihren Augen. Mit ihren Augen. Cool. Du hast mich auch verzaubert, cool. Bis das jetzt so. Ich glaube, der Livio, der kennt mich schon so lange und der checkt das gleich, was da rennt. Also, dass das nur ein One-Night-Stand ist. Denk mal noch aus und dann machen wir uns bei mir daheim nur einen billigen Abend, oder? Ja, warte, ich komm gleich wieder, okay? Ja, ich geh mal schon. Was? Passt, geh weiter. Okay, ciao. Was war mit der Milena? Ja, mit Milena, oder wirklich, ja, Film grad, die Alte. Ich mein, wo sie so sieht, gesagt, sind wir zusammen, oder? Ja. Single. Schon? Sicher. Und was geht jetzt und bla 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 hin und her und sie interessiert es nicht mehr hin und her und ist aufgestanden und ist gegangen. Aber was soll ich denn da hinterher rennen, wäre ich sicher nicht. Ja, aber ob wir diskutieren? Ja, sicher haben wir diskutiert, aber mit dem Mel kannst du nicht diskutieren. Alter. Ich weiß, aber hast du das sicher, die geht sicher besser her mit Milena, kannst du sicher sein. Das konnte mir eigentlich vorstellen, dass das heute noch was wird beim DVD-Abend. Also von meiner Seite aus momentan nur Sex. Also ich glaube nicht wirklich, dass wir sich den Film zu Ende anschauen werden daheim. Ich glaube, dass wir da vorher nur ein wenig an Spaß haben oder vielleicht was anderes machen als der Film schon. Es gibt ja wichtigere Sachen, für mich zumindest. Na, das klingt doch vielversprechend und nach allem, was Nico durchmachen musste, auch nur zu verdient.